Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück hier bei Europa Universalis 4 mit Buganda und unserem König Kimbukwe Abalasangaye. In der letzten Folge ist unser Thronfolger gestorben und daraufhin ist unser wahnsinniger König durchgedreht, mehr oder weniger, und ist ein Militarist geworden. Das hat zur Folge, dass wir einen Schwerpunkt auf die militärische Infrastruktur in unserem Land setzen werden. Das heißt, wir werden die Entwicklung ein bisschen vorantreiben, was die militärische Macht angeht. Und wir haben uns dazu entschieden, an Kole den Krieg zu erklären, um auch Kalunwe eben vasalisieren zu können. Ich gehe mal davon aus, das hat unter anderem auch einen Grund, eventuell, dass unser König eventuell, ja, jetzt wieder sehr viel eventuell, aber dass er vielleicht Kalunwe hier vasalisieren möchte, um dort seinen Sohn zu begraben. Na, klingt vielleicht ein bisschen weit hergeholt und etwas wahnsinnig, aber dann passt es ja. Er sucht eine schöne Ortschaft, wo er das tun kann. Hier kennt er ja schon alles und Kalunwe scheint mit seiner Savanne besonders schön zu sein oder so. Keine Ahnung. Ja. Rebellenaufstand. Wie sieht es da nochmal auf? 11 Jahre, 119, alles gut. Wir lassen die Zeit weiterlaufen. Wir werden gleich erstmal einen Anspruch auf Ankole fingieren. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben einen Kriegsgrund. Bringen unsere Truppen schon mal in Position. Wahrscheinlich eher hier. Weil das kann sein, dass hier eine Flussüberquerung da ist. Ja, bei Encore ist da eine. Und hier. Na, hier auch, okay. Ah ja, hier sieht man es. Okay, das macht also keinen Unterschied. Und von Bunyoro? Macht auch keinen Unterschied. Das heißt also, das hier ist auch, oder der hier, das hier ist auch ein Fluss, den man überqueren müsste. Aber schaut mal, die wissen anscheinend, was hier bevorsteht. Die haben nämlich angefangen, hier jetzt Mittel zu nutzen. Ja, wir haben hier ein paar Söldner, ein paar andere Truppen, ein Mischmasch. Wir werden auf jeden Fall jetzt den Krieg erklären. Wir werden auch nicht lang planen oder irgendwie sonst was. Wir werden ihnen den Krieg erklären. Kalunwe, definitiv wollen wir vasalisieren. Ob wir Ankore oder Enduga hier annektieren werden, schauen wir mal. Durchaus möglich. Wie sieht es denn da aus mit der militärischen Infrastruktur 3 und 2? Ja, müssen wir mal schauen. So. Krieg erklären. Wir nehmen natürlich unsere Bündnispartner mit. Oh, wir warten. Wir schauen mal. Hat Kalunwe vielleicht andere Verbündete? Chokwe und Kasembe. Chokwe ist hier unten. Eventuell können wir dann zwei vasalisieren. Ist die Frage, ob dann Kasembe eben auf unserer Seite ist. Wenn wir das hier so machen. Könnte ganz schön in die Hose gehen. Wir gehen aber das Risiko ein, weil, wie gesagt, wir überlegen da nicht lang. Zack. Und werden schauen, wie das aussieht, wer dabei tritt. Ja, Kasembe ist auf unserer Seite. Sehr schön. Das ist gut. Gut, das heißt, wir können Kalunwe und eventuell auch Chokwe vasalisieren. Dann wäre das hier tatsächlich egal. Wir versuchen hier anzugreifen. Klappt nicht. Das heißt, wir laufen hier quasi entgegen. Ja, die kriegen wir. Sehr schön. Unser König ist ja ein sehr, sehr guter Befehlshaber. Ja, kriegen wir hin. Oh, wir müssen die Zeit natürlich hier wieder ein bisschen runterstellen. Okay, gut. Wir haben sie komplett besiegt schon. Oh, das ist schön. Dann werden wir erstmal hier alles soweit belagern und uns dann dem Süden zuwenden. Da können wir hier auch wieder neue Ländereien entdecken. Und eventuell einen guten Ruheort für unseren Sohn finden. Gut, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Schulden machen. Das liegt daran, dass wir eben sehr viele Söldner haben. Wir werden definitiv... wo haben wir sie? Kriegssteuern?
Ah, hier. Okay. Also wie gesagt, definitiv Kriegssteuern ausheben. Die Söldner hauen halt eben extrem rein, aber damit, wie gesagt, das wäre jetzt zu weit gewesen, das jetzt noch länger abzuwarten. Das ist ja jetzt eher so eine Kurzschlussreaktion. Mehr oder weniger. Ja, die haben da auch überhaupt keine Chance. Also, nachdem wir hier an Kohle dann direkt besiegt haben, das war dann schon... Vielleicht können wir auch alle drei vasalisieren. Wird erstmal ordentlich aggressive Expansion wahrscheinlich kosten, aber das ist dann auch egal. Zeitalter der Entdeckung endet in 120 Monaten. Sehr interessant. Ja, Kasembe bewegt sich schon darunter. Das ist gut, dass... damit kann man das sehr gut austricksen, weil sonst sind ja die Bündnispartner immer auf der Verteidigerseite. Also höchstwahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer der Fall ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie eben da so... wir haben hier auf Unterstützung gestellt und die kommen nicht. Die bleiben hier einfach da und warten. Ja, vielleicht um den Verschleiß nicht weiter nach oben zu bringen. Ah, schaut mal, die werden eh von irgendjemand angegriffen. Hier von Luba. So, Enkore haben wir erobert. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal direkt zu Kalunwe. Okay. Weil wir müssen ja mit denen zuerst Frieden schließen. Wir können ja auch hier durchgehen. Ah ne, dann müssen wir... Kriegen wir einen Militärzugang? Ja, sehr schön. Dann machen wir das. Da können wir auch hier mal durchlaufen. Da waren wir ja auch noch nicht. Also dieser Krieg, der bedient schon relativ gut die Bedürfnisse unseres Königs. Also das ist, denke ich, unbestritten. Von denen brauchen wir wahrscheinlich auch Militärzugang. Dann werden wir das nehmen, dann können die auch wahrscheinlich da runterlaufen. Ach, schaut mal, das ist jetzt hier auch schon belagert. Hm. Ist jetzt natürlich die Frage. Hier unten wird ja auch schon belagert. Ob wir dann überhaupt unsere Ziele durchsetzen können. Wir schauen mal. Nein, so nicht. Genau. Können wir mit denen beispielsweise... Wir könnten ja einen Separatfrieden, das ist aber nicht... die können wir nicht, also die können wir nicht vasalisieren. Ziel ist ja eigentlich da unten, die zu vasalisieren, aber das geht momentan nicht, weil wir das eben nicht besetzt haben. Genau, da müssen wir ein bisschen warten. Wir müssen darauf warten, dass die anderen eben diesen Krieg beenden und hoffentlich eben nicht erobern. Zumindest einen von den beiden. Das hier können wir eigentlich wieder auflösen. Machen wir ein bisschen schneller, warten wir darauf, dass wir im Kalunwe erobern können. Jetzt dürfte normalerweise gleich was passieren, oder? Ja, die haben beides erobert. Das ist natürlich schade. Hm. Ja, damit machen sich gerade Kikonja und Yaka nicht gerade zu unseren Freunden. Naja, wir gehen mal wieder nach Hause. Sehr, sehr schade. Ja, so langsam festigen sich die Reiche, die wir hier haben. Waren am Anfang wesentlich mehr, auch hier. Na, kommt jetzt drauf an. Okay, das heißt dann, dass wir eben an Kohle dann wahrscheinlich komplett nehmen werden. Also. Wir warten noch, bis wir da sind, damit wir dann den Frieden schließen können. Also. Okay. Ja, nicht ganz so gelaufen, wie wir es wollten. Also wir können jetzt beides nehmen.
das würde Ruanda sogar toll finden, auch wenn sie das hier eigentlich haben wollten. Wir könnten denen natürlich auch was geben, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, Vasall wäre halt eben auch möglich. Aber der hängt halt eben davon ab. Nee, die hätten ja nur hier dann Anspruch. Und da können wir auch selber fingieren. Das ist dann hinfällig. Deswegen werden wir das komplett annektieren. Und weiter Richtung Süden streben. Um dann eben, ja, aus besagten Gründen zu schauen. Ja, Krieg erstmal vorbei. Das ist sehr schön. Das heißt, okay, wir haben da oben. Wir gehen mal da rein und hoffen, dass die hier mitgehen. Dann können wir vielleicht hier die Revolte direkt niederschlagen. Nee, die hauen ab. Okay, dann warten wir kurz. Wir haben zwar den besseren General, aber das ist halt eben die Frage, ob das eben ausreicht. Wir werden erstmal hier Militärzugang aufkündigen. Weil wir das nicht mehr brauchen. Wir werden eine Kernprovinz. Ach, wir haben das Ruanda abgegeben. Ah, okay. Ja, gut, ist egal. Sind unsere Verbündeten irgendwann. Ist schon in Ordnung. Hätten wir sie doch lieber vasalisieren sollen, aber. Wie gesagt, ist jetzt erstmal kein Problem. Die gehen jetzt dahin. Kommen wir da rechtzeitig? Nee, aber die. Das kriegen wir hin. Das sollten wir hinbekommen. So stark ist der General von denen jetzt nicht. Haben die überhaupt einen General? Sieht nicht so aus. Ja. Läuft ganz gut. Sehr schön. Und dann gehen wir das hier direkt wieder befreien. Unruhen ist klar. Verbessert die Hauptstadt. Der Ruhm unserer Hauptstadt wurde lange vernachlässigt. Wir haben nun die Gelegenheit, die Stadt zu verbessern und sie zu einem Glanzstück der Kultur zu machen. Das könnte eine Menge kosten, jedoch haben wir einige Optionen, wie wir das schaffen können. Nutzt das Militär als Arbeiter oder gibt Geld aus? Das würde bedeuten, dass unsere Rekrutenreserven sinken würden. Das würde dann natürlich dagegen sprechen als Militarist, aber wir sind ein wahnsinniger Militarist und ich denke, das wäre ganz gut, wenn wir das Militär dazu nutzen, um eben die Präsenz des Militärs etwas hervorzuheben. Deswegen nutzen wir das Militär als Arbeiter. So in dem Sinne. Ich denke, es ist verständlich, was ich damit meine. Na, hier haben wir. Können wir auch ohne größere Probleme Krieg führen? Kikonja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Da haben wir hier unsere Möglichkeit wieder. Dann können wir hier Kikonja eventuell vasalisieren. Was ganz gut wäre, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht. Mal schauen. Eventuell können wir ja auch etwas an Kasembe abgeben und dann den Rest vasalisieren. Ja. Und schon sieht es wieder besser aus. Wir werden aber dann auch noch reguläre Truppen ausheben, um das nicht alles mit Söldner zu machen, weil Söldner füllen sich nicht wieder auf. Das ist dann so ein bisschen ein Nachteil. Hier könnten wir also auch direkt Krieg machen, also den Krieg beginnen. Akasembe wäre nicht dabei. Ach so, ja. Das müssten wir dann tatsächlich alleine machen. Das wäre natürlich wieder ein bisschen schwierig. Ja gut, Burundi wäre dabei. Also gegen Buha hätten wir auf jeden Fall keine Probleme. Und Kikonja würde jetzt erstmal auch nicht direkt hier rüberkommen. Und die würden wir nicht als zusätzliche Bündnispartner quasi auszeichnen. Wegen Luba, weil sonst wären die auch noch dazu. Oder wir warten halt eben. Ist eben die Frage, ob wir warten oder ob wir dann eben. Ne. Ein bisschen warten geht. Haben wir hier jemanden? Verstärkungsrate. Einheitenlimit. Ich glaube, Verstärkungsrate ist hier etwas besser. Damit wir eben, wenn wir unsere Truppen dann wieder hier regulär ausgestattet. Wir können die Söldner ja schon mal abspalten, auflösen. Das spart uns eine Menge Geld. Also und ansonsten schon mal hier wieder Truppen ausheben. Ja.
Ja gut, erstmal eine Truppe. Wir müssen ja auch wieder ein bisschen Geld reinbringen und die Schulden dürfen wir hier jetzt nicht vergessen, so früh wie möglich eben zurückzahlen. Was wir tun könnten, wenn wir einen Krieg führen und dann eben Geld beanspruchen. Wenn wir den Krieg hier führen, die Ansprüche sind ja hier alle für Burundi, dann würde ich tatsächlich wirklich sagen, dass die ganzen Provinzen auch an Burundi gehen. Klar sind wir dann erstmal hier ein bisschen abgekapselt von weiteren Expansionsbestrebungen. Allerdings, wenn wir das hinbekommen und hier von beispielsweise Kikonja vasalisieren, dann haben wir hier ja auch eine Operationsbasis für zukünftige Expansionen. Nach derzeitigem Stand natürlich. Ja, und Burundi könnten wir halt eben irgendwann ja, annektieren. Zur Mark annehmen, nee. Das Ziel muss eine Kernprovinz besitzen, die innerhalb unserer Reichweite zum Erstellen einer Kernprovinz liegt. Ach so, weil wir im Moment abgeschnitten sind. Ja, gut, das ist klar. Aber das würde sich ja ändern, wenn das hier eben dazugewonnen wird. Genau. Stände ist noch alles normal, genau. Missionen. Erobert neue Staaten. Staatswachstum mindestens 5. Erlangt Untertan mindestens 2. Das wollen wir ja mehr oder weniger erreichen, aber das ist jetzt nicht der Zweck, warum wir das tun. Wir haben hier wieder ein bisschen militärische Punkte, die wir ausgeben könnten. Aber ich würde tatsächlich hier warten, eher, dass wir nochmal eine Technologiestufe nach oben gehen. Ja, ich denke, wir warten da nochmal und danach können wir dann den Krieg erklären. Das heißt, das passt auch relativ gut von der Zeit her. Das heißt, 1505, da können wir dann ja wieder mit unseren Bündnispartnern losschlagen. Was nicht unbedingt also wir müssen nicht unbedingt auf die Bündnispartner warten. Unser Charakter gibt das jetzt auch nicht wirklich her, dass wir darauf warten. Im Gegenteil. Aber dass wir da halt eben... Das passt dann eben mit der militärischen Technologie. Dass wir da vielleicht noch eine Stufe höher gehen. Wobei halt eben auch der Ausbau vielleicht... Hier werden wir einmal hochgehen, zack, damit wir da auch auf 3 sind. Für den brauchen wir jetzt... Ja, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Das ist dann in Ordnung. Gut, bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kompass. Bambuso.